heute ganz besonders, dass wir hier zusammenkommen, in diesem wunderbaren Dom. Und ich finde es besonders schön, dass ihr und sie jetzt die ganze Propsteigemeinde St. Viktor vertretet. Stellvertretung ist ja ein ganz zentrales Tun in der Kirche. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind und dass wir das heute jetzt vor Gott bringen, was wir jetzt schon seit ein paar Monaten vor Augen haben, nämlich der Start des priesterlichen Dienstes hier in dieser Pfarrei. Schön, dass wir das hier gemeinsam tun können. Und wir würden beginnen mit dem Lied Nummer 813. Vertraut den neuen Wegen, erste und zweite Stunde. Es ist das Geheimnis von Wandlung. Wandlung ist das Geheimnis unseres Glaubens, das sagen wir in jeder Messfeier. Und das glaube ich ganz bestimmt, dass Gott uns das zutraut, dass wir mitwirken an dieser Transformation. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf. Wir haben das Evangelium im Rücken. In diesen Tagen machen wir uns viele Sorgen um den Schutz der Gesundheit. Einschränkungen, die das mit sich bringt,
stimmen auch die Art und Weise, wie wir diesen Anlass hier begehen. Aber wir wollen ja auch das Danken nicht vergessen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gestern wahrnehmen konnte, dass der Deal zur Sahne, Vorgang des Seligsprechungsprozesses für Wilhelm Frieder, abgeschlossen ist. Ein Zeuge hier in der Krypta. Das ist ja was Wunderbares, dass wir uns erinnern können daran, dass in Zeiten, die viel schwieriger waren als unsere Gegenwart, Menschen das Zeugnis des Glaubens gegeben haben, das uns Orientierung gibt und uns hoffnungsvoll in die Zukunft gehen lässt. Und in der Mitte von uns allen ist Christus, symbolisiert im Altar, symbolisiert im Wort der Heiligen Schrift, symbolisiert in der versammelten Gemeinde. Das immer neu zu entdecken, das finde ich einen großen und schönen Auftrag, den ich gerne annehme und den ich gerne zusammen auch ausübe mit Ihnen allen und auch mit denen, die im seelsorgenden Dienst sind. Christiane, Matthias, Arnold, Werner Brammen, Christoph Potowski, die emeritierten Priester und Sie alle, die an verschiedenen Stellen Ihr Zeugnis geben. Angst und Trauer der Menschen, Freude und Hoffnung sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jüngerinnen und Jünger Christi. Ein wichtiger Satz aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Im Blick auf alle Freude und Hoffnung und im Blick auf alle Angst und Trauer vertrauen wir uns unserem Gott an, der in unserer Mitte ist, und rufen zu Christus um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Danke.
sogenannten Besetzungsverfahren für die Stelle des Pfarrers und Propstes hier in der Pfarrei St. Viktor vollzieht sich der letzte Akt darin, dass die offizielle Ernennungsurkunde des Bischofs verlesen und damit der neue Pfarrer in sein Amt eingeführt wird. Seinem Mitarbeiter und Priesteramt, Herrn Pfarrer Stefan Lutz in Kleve, Gruß und Segen, Herr. Hiermit übertrage ich Ihnen die Pfarrstelle St. Viktor in Xanten. Sie sind damit zugleich Propst der Propsteikirche St. Viktor in Xanten. Für den Pfarrer gilt, wie für jeden Amtsträger der Kirche, das Wort des ersten Petrusbriefes: Weidet die Herde Gottes bei euch, aber nicht, weil ihr dazu gezwungen seid, sondern freiwillig, wie Gottes will. Tut es nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr es gerne tut. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinde, sondern seid ein Vorbild für eure Herde. Wenn dann der höchste Hirte erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit öffnen. Ich hege das berechtigte Vertrauen, dass Sie Ihr Amt als guter und getreuer Knecht zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen versehen. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Münster am 1. Februar 2020, Felix Genn, Bischof von Münster. Frage mich, lieber Mitbrüder, bist du bereit, in diesem Sinne das Amt des Pfarrers in der Pfarrei St. Viktor in Xanten zu übernehmen? Ich bin bereit. Herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen auf allen. Äußere Zeichen gehören vielfach dazu. Zeichen, die uns zeigen, dass sich etwas ereignet hat. Und so sollen die beiden Zeichen hier in der Pfarrei die Übergabe des Obstkreuzes und die Überreichung des Hirtenstabes dieser Einführung äußerlich dokumentieren. Priesterweihe heißt es immer, stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Ein Wort vom Kreuz wird uns vertrauen. Es zeigt uns den Weg nach Ostern. Und das darf uns froh machen. In dem Sinne trage ich gerne und mit großem Respekt dieses schöne, würdige Propstkreuz, auf dem unter anderem der heilige Viktor zu sehen ist und der heilige Norbert. Und das sogenannte Schüppchen, das die Pfarrer am Niederrhein überreicht bekommen, erinnert ja den Pfarrer daran, dass es nur einen Hirten gibt, einen wahren Hirten, einen guten Hirten, Jesus Christus. Das reicht, wenn wir diesen guten Hirten haben, ihm folgen, ihm unser Ohr öffnen, hören, was er sagt. Priester, ein Pfarrer, Seelsorgende, alle haben nur die Aufgabe zu übersetzen, zu verlautbaren, zu versprachlichen, ins Heute zu übersetzen, was der eigentliche Hirte seiner Gemeinde tut und sagt und wirkt. Und er hat Gutes mit uns vor, da bin ich sicher. Insofern freuen wir uns auf den österlichen Weg, den wir gehen, auf die gemeinsamen Jahre, die wir hoffentlich in Verbindung mit Jesus Christus gehen. Danke dem Dechanten Martin Ahls, dass er die Urkunde des Bischofs verlesen hat. Und danke auch den Seelsorgern und Herrn Kochs und Pfarreirat, der mir diese Symbole jetzt gegeben hat, mit denen ich dann meinen Dienst beginnen kann. Ganz herzlichen Dank und Dank auch besonders an unseren Gott. Verschiedene Anliegen bewegen uns heute und in diesen Tagen und wir wollen all das im Fürbittgebet vor Gott bringen.
Gott, du bist den Menschen nahe. Du bist ein zuvorkommender Gott. In der Wüste gabst du Israel das Wasser aus dem Felsen. Wir kommen und rufen zu dir. Durch 40 Jahre hast du dein Volk durch die Wüste begleitet, auf dem Weg in eine neue Zukunft. Befähige uns, die Zeichen dieser Zeit zu deuten, die Herausforderungen für unsere Kirche in Deutschland zu sehen und die Aufgaben und Fragen für unsere Pfarrei anzunehmen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Bewege uns, aus dem Evangelium zu leben und in unserer Pfarrei zu teilen, was wir selbst empfangen haben. Schenke uns die Freude der Begegnung mit dir und untereinander in Marienborn und Oberbörntau, in Finnenwart und Lüttingen, in Wirten und in Xanten. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir leben im Miteinander der verschiedenen Lebensalter. Kinder und Jugendliche erfahren Nähe in der Familie und sie werden gut begleitet in den Kindergärten, den Schulen sowie den Vereinen und Gruppen, die junge Menschen in ihrer Entwicklung fördern. Segne alle, die sich in unserer Stadt für die Interessen der Kinder und Jugendlichen einsetzen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Das Coronavirus macht große Sorgen. Wir denken an alle, die in Politik, Verwaltung und Behörden notwendige Entscheidungen treffen müssen. Wir beten für Ärztinnen, Krankenschwestern, die Pflegekräfte in den Altenheimen, die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern. Auch für alle, die an den Kassen der Supermärkte und anders täglich ihre Aufgabe meistern. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. In Vergangenheit und Gegenwart gibt es viele Zeuginnen und Zeugen des Glaubens. In Xanten ehren wir den heiligen Viktor, den heiligen Norbert, Karl Leisner und andere, die für Jesus Christus gegen das Unrecht aufgestanden sind. Wir bitten in der Gemeinschaft der Ökumene für unsere Toten, die von uns gegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen werden. Schenke den Verstorbenen unserer Gemeinde deinen Frieden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du bist unsere Hoffnung. In deinem Licht sehen wir das Licht. Du führst uns dem Osterfest entgegen. Wir danken dir heute und alle Tage bis in deine Ewigkeit. So wollen wir unser Beten zusammenfassen mit den Worten, die Jesus Christus selbst uns gegeben hat, die Worte, die uns in der Gemeinschaft der Ökumene miteinander verbinden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wir auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und über deinem Geist. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Das gewähre euch der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir im Frieden. Dank sei Gott. Lied Nummer 479, 1 bis 3.